Entschuldigung. Yeah.
ist sehr müde. Ein Kunde! Sie sehen aus, als könnten Sie einen Hypnomatik gebrauchen. Okay. Bringen Sie die Teile, dann bauen wir es kostenlos. Kostengünstig? Wirklich sehr günstig. Aber Vorsicht damit! Denk gar nicht erst daran. Thank you.
Hey, cooles Haus. Ja, das ist ein kleiner Überrest meines früheren Lebens. Wurdest du wiedergeboren? Nein, nein. Meine Zeit bei Megacorp. Die Bezahlung dort ist wirklich nicht übel. Ja. Jetzt haben wir deinen Ausweis, aber wie stoppen wir das Protopad? Passt auf. Mami, wo kommen die Protopads her? Natürlich von Megacorp, mein Schatz. Stimmt, genau. Alle Protopads der Galaxie kommen direkt von hier. Aus unserer Fabrik. Ihr kleiner Freund geht aus dem Original-Protopad hervor. Jedes Protopad erhält seinen eigenen Namen und seine eigene Geburtsurkunde. Unser Dressursystem macht Ihr Protopad zu einem tollen Freund, der Ihnen für immer erhalten bleibt. Wenn Ihr Kind also mal wieder fragt, Mami, wo kommen die Protopads her? Dann kennen Sie die Antwort. Sie kommen von Megacorp. In der Fabrik werden mit dem Original-Protopad alle anderen produziert. So sieht's aus. Wenn wir das Original-Protopad erledigen, war's das. Endgültig. 20% Rabatt auf eine Reparatur in der Öloase? Ups. falsche Karte. Die hier deaktiviert die Tür zur Protopad-Duplikationszone. Wir treffen uns dort. Sollen wir uns wirklich trennen? Megacorps Orbit-Abwehr ist hart. Mit 2 Schiffen haben wir die Chance, dass wenigstens 1 durchkommt. Gute Idee, aber pass auf dich auf. Ja. Yeah.
ist er, der Protopet-Duplikationsraum. Ich habe mich verspätet. Es gab Ärger mit den Wachen. Kein Problem. Genau rechtzeitig. Okay, mal sehen, ob es funktioniert. Sie will uns etwas sagen. Viel Spaß mit dem Hygienator. Denken Sie daran, mein Name ist Steve. Steve McQuark. Now. Jetzt habe ich 1 Million Hygienatoren verkauft und kann die Rückkehr des größten Superhelden aller Zeiten finanzieren. Captain Quark. Ich brauche jetzt nur noch eine neue Galaxie mit neuen Fans, damit ich sie vor einer Katastrophe retten kann. Aber... Sir, ich verstehe das nicht. Mr. Fizzwidget! Das ist übel. Also gut, was zum Teufel geht hier vor? Ich kann es erklären. Ich werde die Galaxie von den Protopets retten und ihr werdet zum Staatsfeind Nummer 1. Oh, und 2 und 3. Wachen, schnappt sie! Lächeln, es geht los. Bürger von Bogon. Ich bin Captain Quark. Ich komme in dieser finsteren Stunde zu Ihnen, um die leuchtende Fackel der Gerechtigkeit in Ihre Galaxie zu tragen. Fackel der Gerechtigkeit? Wie Sie wissen, wurde eine Bedrohung namens Protopets auf Ihre Galaxie losgelassen. Aber keine Angst, Bogonia. Ich, Captain Quark, habe die Verbrecher geschnappt. Ja, liebe Bürger, diese Personen stecken hinter Megacorps scheußlichem Experiment mit dem Tod. Und jetzt werde ich mit diesem, Super-Elektro-Dings, das ich erfunden habe, die Bedrohung der Protopets ein für alle Mal beenden. Das ist mein Helixomorph. Ich habe ihn erfunden. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Ich werde das Signal von diesem Helix-O-Ding verstärken und so alle Protopets vollkommen harmlos machen. Eine kleine Demonstration. Mami! Funktioniert der Helixomorph eigentlich? Hat er mal. Ich kann ihn bestimmt reparieren. Komm schon, Clank. Wir holen ihn uns. Thank you.
Okay, das ist der echte Mr. Fizzwidget. Quark hat ihn gefesselt und in einen Schrank eingesperrt. Meine Herren, ich bin Ihnen zutiefst dankbar. Keine Ursache, Sir. Leider konnten wir den Helixomorph nicht zurückholen. Gut, was daran wohl kaputt ist? Keine Ahnung. Es könnte Monate dauern, das herauszufinden. Die Batterie ist falsch rum drin. Ups. Unfähig bis zu allerletzt. Braver Junge. Ich muss das Gerät nur mit den TV-Sendern von Megacorp verstärken. Dann kriegen wir auch die anderen Protopets. Clank? Oh-oh. Schon gut. Ich repariere sie. Ich versprech's. Oh, tatsächlich? Also, was ist eigentlich mit Quark passiert? Ich habe gehört, er arbeitet bei der Megacorp. So, seid ihr Jungs neu hier? Kennt ihr Jungs schon den neuen Probomatic? Das Ding macht euch so richtig sauber. Ich habe gerade was Neues ausprobiert, den Vaccinator. Ich für meinen Teil stehe ja auf glatte Flächen und damit wird man wirklich blitzblank. Na gut dann, bis bald. Einheit 23A, bitte kommen Sie sofort zum Schritt-Osator-Test. Tja, die Pflicht ruft. Gut festbinden. Ich will nicht runterfallen. Das Ding ist doch geprüft. Halt, dafür bin ich ja hier. Oh, eine Sache noch.